Okay, dann, meine Eltern sind da. Ich muss sie ein bisschen vorbereiten. Also sie wollen ein bisschen zuschauen. Oh, darf ich nicht mitkommen? Nicht so gern. Okay. Dann gehe ich jetzt. Schau mal, wie es denn da geht. Hey! Sorry. Na komm, Bianca. Kurze Zeit später. Na, ich habe gute Nachrichten. Du bist hinten angefahren. Oh mein Gott, ich heule fast. Oh Mann, das ist so schön. Okay, und zur Belohnung machen wir noch einen Ausflug in dein Lieblingsort ins Gelände. Okay. Lia! Ja? Schau mal da hinten, das muss auch aufgeräumt werden. Oh, stimmt. Meine hätte ich vergessen. Weißt du noch, ich komme nicht mit. Ja, klar. Ja, Oh Gott, zum Glück sind wir sie los. Hoffentlich findet sie uns hier nicht. Für mich wäre das Horror pur. Die denkt doch nicht ernsthaft, dass ich mit ihr befreundet sein will. Diesem kleinen Mädchen, die irgendwie nichts checkt. Mit der will ich doch nie im Leben befreundet sein. Na komm. Hey, komisch, ist alles okay? Das ist nicht so wie immer. Und so hinstellen. Oh. So, ich bin fertig. Ich hole jetzt noch Koko. Das gibt's doch nicht. Ich hab's wohl vergessen. Wo können sie denn hin sein? Naja, zur Sicherheit zeige ich meinem Gelände nach. Ist ewig so weit. Ich kann da auch laufen. Nein, ich kann nicht laufen. So, meine Maus. Na komm. Ja, stimmt. Schau mal, da vorne ist sie ja. Na komm. Da bist du ja. Oh, nochmal. Na komm raus. Oh, hi. Wieso hast du denn nicht auf mich gewartet? Hast bestimmt vergessen. Ich verzeih dir schon. Uff, danke. Ich dachte, du verzeihst mich. Es tut mir so mega, mega leid. Ach, passt schon. Eventuell wollen wir Ausflug machen? Geht gerade schlecht. Mega schlecht. Oh, okay. Muss ich nicht wissen. Mausi, was ist denn mit dem Gras los? Keine Ahnung, sie findet sich auch irgendwie komisch. Komisch, naja, vielleicht sollen wir selber schauen. Ja, gute Idee. Vielleicht absteigen? Nee, das kannst du doch machen. Ich war mitten im Springen. Ich kann es nicht einfach so abbrechen. Nur fürs Gras. Aber was ist, wenn. Ich bin sicher, dass sie es nicht essen werden. Immerhin sind wir noch nicht so dumm. Ach so, stimmt. Coco wäre so dumm. Hey, beleidige nicht Coco. Es war immerhin mal dein Pferd. Ja. Irgendwann mal. Nicht Pfui essen, Coco. Nein, nein, nein. Und nicht leider so halten. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Und du bleibst jetzt oben. Hast du verstanden? Was machst du denn da? Zum Glück kann ich ja so gut reiten, dass ich mich festhalten kann.
mega an. Coco ist übrigens ein Reitanfängerpferd. Mit ihr kommt sogar ich zurecht. Ach, du kannst auch besser gut reiten. Und dann ist sie kein Reitanfängerpferd. Nein, sie ist ein Reitanfängerpferd. Glaub mir. Ja, klar. Wenn du mir nicht glaubst, das ist meine Sache. Ja, soll es auch nicht sein. Jedenfalls gehe ich jetzt. Und ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind doch Freunde. Nur ich möchte meinen Sieg gerne alleine. Also meinen Sieg, also du weißt, was ich meine. Das, was ich sie habe, alleine feiern. Verstehst du? Ach ja, ich dachte schon, wir wären keine Freunde. Na komm aus. Was hält sie von mir? Denkt sie, ich bin... Was auch immer? Was hast du denn mit dem... Komm, jetzt kommst du. Mausi. Komm jetzt. Jetzt komm doch. Komm. Hörst du schlecht? Nein, wir müssen weiter. Was machst du denn da? Was ist denn los? Was machst du denn da? Jetzt kommt schon. Was haben die zwei? Keine Ahnung. Ach nee, wo bleibt sie denn nur? Entschuldigung, suchen Sie jemanden? Ja, ich suche meine Tochter. Wie heißt sie denn? Sie heißt Kitty. Also jeder nennt sie Kitty. Sie hat einen anderen Namen, aber Kitty? Oh ja, die ist mit Lia aushalten. Seit wann denn? Seit 5 Stunden circa. Also, ich war das letzte Mal im Einsatz im Hof und da war sie schon aushalten. Sie haben mir zwar noch nicht gesagt, wann, aber naja. Nein, sogar mehr als 5 Stunden. Wenn ich um 13 Uhr auf dem Hof war und jetzt ist wie viel? Jetzt ist schon 21 Uhr. Der Hof schließt gleich. Ja, ich wollte eigentlich gerade meine Stute auf die Koppel bringen. Ja, aber sie sind immer noch nicht da. Ich könnte sie ja mal suchen. Ja, also muss ich noch kurz mit Katie und ihrem Vater reden. Komm gleich. Bitte beeile dich. Okay, sie haben gesagt, dass es in Ordnung geht. Ich gehe jetzt mal schnell Mondens holen und dann... Okay, bitte mach aber schnell. Ich versuch's das Beste, was ich kann. Weißt du vielleicht, wo sie hingeritten sind? Ja, ins Gelände. Aber bis dahin ist es mega lang. Mit dem Auto ist es sogar ein bisschen weit. Naja, stimmt, ich habe auch mein Auto nicht dabei. Ja, also ich muss mein Moondance. Bist du vielleicht, wenn ich das frage, brauchst du keinen Sattel oder einen Schlinze? Nee, wenn wir ins Gelände reiten, reiten wir meistens so. Und ich suche sie jetzt erstmal im Gelände. Komm, Mausi.